Mir ist kürzlich das schlechteste Lied der gesamten Welt begegnet und natürlich ist es von der Kelly Family. Die Kelly Family, über die wird hier normalerweise Witze gemacht wegen ihres Erscheinungsbildes. Sie seien schmutzig, dick und hässlich und ihre Verwandtschaftsverhältnisse, die bringt man eher durcheinander als bei einer Vielweiberei-Sekte der Mormonen. Oder vielleicht, dass beides im Zusammenhang irgendwie liegt, aber das sind ja nur böse Unterstellungen und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja um die Musik. Und wenn die Kellys, wenn damals, als das Lied ist wohl von 1984, als da dann diese neuen Geschwister zusammen gesungen haben, dann klingt das wie eine Schafherde mit dem einzigen Unterschied, dass man den Text versteht. Und ich muss sagen, leider, dass man den Text versteht. Das Lied heißt nämlich Hiroshima, I'm sorry. Also die Kelly Family schämt sich fremd und ihnen ist das furchtbar peinlich, was da in Japan mit diesen Atombomben passiert ist. Und deswegen ist, denk mal schon, der Titel schlimmer kann es nicht kommen, aber doch, es kann schlimmer kommen. Die erste Strophe geht ungefähr so. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ungefähr geht sie. Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry for what we did that day to you. Nur ich denke, wie kommt man auf so eine Strophe? Also sie haben die erste Zeile gesungen, Hiroshima, I'm sorry. Und dann beim Komponieren haben sie die ganze Zeit überlegt, was können wir da als zweite Strophe machen? Na, mir fällt einfach nichts ein. Ach, singen wir die erste Strophe nochmal. Hiroshima, Zeile nochmal. I'm sorry. Aber uns fällt immer noch nichts ein. Uns fällt immer noch nichts ein. Was machen wir jetzt? Na gut, nochmal. Hiroshima, I'm sorry. Okay, wir müssen jetzt, sorry, aber für was? Ah, vierte Zeile. For what we did that day to you. For what we did that day to you? Die Kellys? Die Kellys haben die Atombomben abgeworfen? Das ist ja noch viel schlimmer als ihre Lieder. Wobei, es wird ja noch schlimmer. In der zweiten Strophe dann, weil da muss ja was Neues kommen, fällt ihnen auch was Neues ein, nämlich ein neues Wort. Nagasaki, I'm sorry to. Nagasaki, I'm sorry to. Nagasaki, I'm sorry too for what we did that day to you. Gut, da reimt es sich dann jetzt endlich, wenigstens. Aber man hofft doch wirklich, man freut sich, dass nur zwei Atombomben abgeworfen wurden, denn wie viele Strophen kämen denn dann noch? Aber es ist ja auch ein bisschen vermessen. Was erwarten die jetzt von Japan? Dass sie sagen, ach ja, ach so, oh, habt ihr so nett gesungen? Ja klar, natürlich, Entschuldigung angenommen. Ach, hier ein paar Atombomben. Konnichiwa, Pearl Harbor. Konnichiwa, Gatta Saimas. Das ist unsere Entschuldigung. Und die entschuldigen sich dann für Pearl Harbor oder was? Wie spinnen die? Es wird allerdings noch viel schlimmer, weil das ist ja jetzt quasi schon der ganze Inhalt von dem Lied und mehr fiel ihnen nicht ein, aber das Lied ist erst eine Minute lang. Was kann man noch machen? Ja, jeder von den neuen Kellys singt es einzeln. Hiroshima, I'm sorry, fängt dann der Erste, die Erste an. Man weiß es ja nicht bei denen, wer da was ist. Und machen sie aber alle Sprachen durch. Die Zweite kommt dann, Hiroshima, lo siento. Dann kommt die Dritte mit Französisch, Hiroshima, excusez-moi, oder so irgendwas, for what we did that day to you. Dann kommt die Frau mit dem vorne umgeschnallten Baby und singt Nagasaki, I'm sorry to. Und dann kommt Joey Kelly und sagt Nagasaki, es tut mir leid. Ah, jetzt verstehen wir endlich, was er sagen will. Nagasaki, es tut ihm leid, aber was tut ihm außer Hiroshima und Nagasaki noch leid? Hoffentlich viel. Man denkt, nach diesen drei Teilen, wo einer nach dem anderen schlimmer wurde, kann es nicht mehr schlimmer kommen, aber doch, es wird schlimmer. Jetzt kommt der Teil ohne Worte, wo das nämlich gesungen wird. Ja,
und dann kommt Vater Abraham rein, also der Mann mit dem weißen Gewand und dem langen Bart, Vater Kelly, und sagt, ohne Scheiß, er sagt, well, my little children, also nun, liebe Kinder, er sagt tatsächlich, nun, liebe Kinder, all I have to say is. Und dann denkt man, okay, was erzählt er uns jetzt, dass Atombomben abwerfen schlecht ist oder noch irgendeine Selbstverständlichkeit, dass wenn es regnet, dass man dann nass wird oder dass man abends müde ist und morgens Hunger hat oder, also, aber er sagt tatsächlich, well, little children, all I have to say is there were 8 babies born that day, 8 Kinder, 8 innocent babies born that day, and the day they were born was the day that they died. Und jetzt alle! Und okay, eigentlich ist es ja nicht so blöd, das zu sagen, dass dummerweise die armen Kinder, die dann in Hiroshima an dem Tag geboren wurden, nicht wirklich viel von der Welt hatten, weil zack, fielen 2 Atombomben rum und schwupps, weg waren sie. Aber ist das alles, was in dem Lied vorkommt? Naja, und dann fordert er alle auf, fröhlich mitzusingen. Hiroshima, I'm sorry, everybody, Hiroshima, I'm sorry. Und das ist irgendwie... das ist einfach falsch. Das ist falsch. Das ist wie wenn Roland Kaiser auf einmal singen würde, sorry, liebe Juden, es tut mir leid oder so. Das geht einfach nicht. Wann werden die Kellys vors Kriegsverbrechertribunal gestellt?